Auf geht's in ein weiteres Jahr für den Tierschutz in München unter der Oberhand von Kurt Perlinger. Am Samstag ließ sich der bisherige Vorstandsvorsitzende des Tierschutzvereins bei einer turnusmäßigen Wahl im Hofbräukeller in seinem Amt bestätigen. Ja, also zufrieden sind wir natürlich. In der Demokratie wird gewählt und das Wahlergebnis werden wir umsetzen und für den Tierschutzverein das Beste daraus machen. Und das möglichst Beste für den Tierschutzverein will auch die Stadt. Die Arbeit sowie der Fortbestand des Vereins erfährt von Christine Strobel deutlichen Zuspruch. Es ist natürlich ganz wichtig in einer großen Stadt wie München, weil natürlich gibt es ja auch viele Tiere. Manche Tierhalter können aus irgendeinem Grund das Tier nicht mehr behalten. Es gibt natürlich viele Tiere, die zum Beispiel auch einfach ausgesetzt werden. Um die muss man sich kümmern. Wie gesagt, es gibt da bestimmte Pflichtaufgaben der Stadt München, die jetzt aber stellvertretend der Tierschutzverein erledigt. Und natürlich gilt es auch, Tiere entsprechend dann natürlich auch zu vermitteln wieder, wenn das irgendwie möglich ist. Mit einem Grund, dass die finanzielle Förderung der Vereinsarbeit durch die Stadt wohl in nächster Zeit positiv nach oben korrigiert wird. Ja, es ist so, dass bisher ungefähr 60 Cent pro Einwohner pro Jahr für den Tierschutzverein zur Verfügung gestellt werden, für seine Aufgaben, die ja erledigt werden müssen, die er praktisch anstelle der Stadt München erledigt. Und jetzt soll das Ganze angehoben werden auf 1 Euro pro Jahr pro Einwohner. Diese 40 Cent würden dann im Jahr eine 500.000 ausmachen, die wir in Baumaßnahmen investieren könnten. Ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft. Denn neben der Fertigstellung des neuen Katzendorfes in diesem Jahr stehen jetzt einige weitere Großprojekte an. Also das wichtigste Projekt ist die Hundequarantäne, wo wir aus seuchenrechtlichen und tierschutzrechtlichen Gründen handeln müssen. Das alte Gebäude hat Probleme mit Asbest und auch mit der Größe der Boxen, wo die Tiere gehalten werden. Hier müssen wir also ganz aktuell reagieren, damit wir diese gesetzliche Aufgabe künftig auch wahrnehmen können. Und da wollen wir ziemlich zeitnah jetzt mal Pläne vorlegen. Pläne, die in ihrer Ausführung viel Geld kosten. Ich glaube nicht, dass wir 2016 noch einen Spatenstich machen werden. Also deswegen wird hier kein Geld in Sachen Baumaßnahmen fließen. Aber insgesamt ist die Investitionssumme zwischen 4 und 5 Millionen, die in den nächsten 5 Jahren im Tierheim investiert werden muss, damit auch die Tiere weiterhin artgerecht untergebracht werden können. Weitere Informationen zum Tierschutzverein München und Anregungen, wie Sie die Arbeit des Vereins unterstützen können, erhalten Sie auf unserer Internetseite www.münchen.tv.